Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicular. Hier ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unserer Madden NFL 16 Spielerkarriere mit Marcus Mariota für euch. Und wir haben nur noch zwei Spiele vor uns und eines davon heute gegen die Indianapolis Colts. Wenn wir hier gewinnen, dann sind wir sicher in den Playoffs und das wollen wir natürlich schaffen. Marcus Mariota 2600 XP. Wir haben die All-Time-Records im letzten Part geknackt. Das war natürlich wieder mal eine ziemlich gute Leistung in diesem Moment gewesen. Hat mir sehr gut gefallen. Wir gehen hier natürlich Deep Accuracy mal einen hoch und bei Short noch einen hoch und verbessern Marcus dann dahingehend. Und jetzt gehen wir dann direkt in die Partie gegen die Indianapolis Colts und ich habe richtig Lust drauf. Zwei Spiele noch und dann ist Playoff Time, dann wird es hier richtig interessant werden. Und ja, viel Spaß gegen die Colts. Und wir starten in der Offensive in diese Partie, Gameplan-mäßig, ja, bisschen versuchen, vorsichtiger die Sache anzugehen, vielleicht nicht zu viel zu riskieren gegen die Colts. Wir wollen uns ja schließlich hier das Playoff-Ticket dann doch fest buchen und deswegen versuchen wir hier möglichst unspektakulär hoffentlich irgendwie durchzukommen. Aber wir wollen natürlich auf der anderen Seite auch die All-Time-Records knacken. Wenn wir heute einen Passing-Touchdown erzielen, sind wir alleiniger Rekordhalter bei Passing Touchdowns in einer Saison, dann hätten wir nämlich 56 und wenn wir noch 400 Yards werfen in diesen beiden Spielen, ja, dann wären wir auch auf einem guten Weg, alleiniger Rekordhalter zu sein, was, ja, so Sachen wie eben die Passing Yards in einer Saison angeht. Und da schauen wir einfach mal, Spider-Banana-Spielzug da hinten, völlig frei hier, unser Tight End, Hill macht das gut. So, Hill, Jeffrey, die beiden Spieler hier sicherlich sehr, sehr interessant. Ja, kurzer Pass, den haben wir gut geworfen. Das war schlau gemacht hier, sehr schön für 10 Yards. Aber da haben wir natürlich auch einen ordentlichen Hit nochmal eingeschickt. Muss man natürlich auch nochmal hier sich vor Augen führen, das Ganze. So, Halfback-Toss. Den kriegen wir hier auch richtig los. Sehr schön, aber nicht gut geblockt. Schade. So, nächster Spielzug ist jetzt aber ein Play-Action-Pass. Und der ist da hinten sehr frei, schön gecatcht hier. Elgin Jeffrey, 16 Yards noch bis zur Endzone, 3 von 3 haben wir jetzt hier gut an den Mann gebracht. Und jetzt wollen wir natürlich hier langsam Richtung alleiniger Rekord gehen. 16 Yards sind es noch und die holen wir uns jetzt hoffentlich bald. Aber erstmal hier wieder mal einen Lauf einstreuen, sehr schön. 8 Yards Raumgewinn durch Trey Mason. So, Double Goes. Tight End. Oh, gefährlich. Den hätten wir nicht werfen dürfen. Und das ist das, was ich meinte. Wir müssen hier diese Unsicherheiten einfach definitiv abstellen, um hier auch weiter gut erfolgreich sein zu können. Spider-Banana sicherlich eine gute Option, jetzt hier auf einen Tight End zu spielen und einen Touchdown zu werfen. Ansonsten hier Elgin Jeffrey. Aber ich glaube, Hill wird hier Option Nummer 1 sein in dieser Situation. Und der ist frei. Der ist frei. Oh Gott, wie war der denn geworfen? 4. und 2. So, wir probieren es hier mit einem schnellen Ball. Schön geworfen, Touchdown, Odell Beckham Jr., das ist der Rekord. Das ist der Rekord, alleiniger Rekordhalter. Peyton Manning abgelöst, Marcus Mariota hier mit diesem Pass auf Odell Beckham Jr. Sehr schön, 56 Passing Touchdowns, New NFL Record, wir haben es da gerade gesehen, sehr schön. Damit haben wir uns hier wieder einen Eintrag in die Geschichtsbücher, ja, gegönnt. Und jetzt schauen wir mal, ob die Colts hier nachziehen können. Ja, und das könnte sein, dass die hier mithalten können. Da hinten auf den Tight End geworfen. Hält er das Ding fest? Er hat das Ding festgehalten. Richtig stark. Richtig schöne Aktion hier von ihm. So wollen wir das sehen. Dafür wird er bezahlt, oder? Oh, hinten Beckham Jr. Oh, das sieht gut aus. Der ist frei, aber der hält das Ding auch wieder fest. Das ist so stark, wie er die Dinge einfach festhält. 103 Passing Yards haben wir schon wieder auf dem Konto. Wide Receiver Corner.
Oh, da hinten war Odell wieder frei und ich glaube Jeffrey auch. Aber diesmal kam hier die Defensive zu schnell durch. Wenig Chancen hier für uns, sehr ärgerlich. Wide Receiver Dick können wir mal spielen. Eventuell das ist eine bessere Option. Schauen wir mal. Oh, gefährlich wieder, gefährlich. Oh, wow, 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 dritter und 10. Jetzt machen wir hier wieder. Jetzt gehen wir hier schon fast wieder zu viel auf Risiko. Das ist ja hier ein Unding. So, four Verticals, da hinten der Teil, den dürfte frei werden, sehr schön. Hill hält das Ding fest. 18 Yards noch bis in die Endzone. Laufspielzug, Trey Mason darf, macht er gut. Oh, der hat eine schöne Lücke gefunden. 5 Yards, 5 Rushes, 22 Yards Raumgewinn. Ja, neue Karriere haben wir jetzt auch am Start hier mit dem Running Back Ezekiel Elliott. Bei den Dallas Cowboys ist gestern online gegangen um 16 Uhr. Könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Oh, schön gemacht. Trey Mason, bald zum Touchdown durchgelaufen. 3 Yards noch. PA Spot. Play Action Pass. Weit hinten reingeworfen auf Hill. Und er fängt das Ding. Touchdown. Sichere Nummer hier. Sehr schön. Ganz, ganz sicher geworfen von Mariota. Und er ist eben jetzt einer der größten Quarterbacks aller Zeiten. Mit diesen Statistiken. Ja, Hill locker, locker hier, lockerer Catch, ganz, ganz lockerer Catch. Gar keine Frage, brauchen wir nicht diskutieren, der hatte den Ball, das ist ein Touchdown und damit das 14 zu 7. Halfback Slip Screen, geworfen, schön, schön, Mason läuft, ah, kleiner Raumgewinn wieder, aber auch nicht zu groß. Aber immerhin, wie gesagt, wir wollen Stück für Stück vorwärts kommen. Für uns das Wichtigste ist klar in dieser Partie hier die Sicherung der Playoffs. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist hier das, was wir im Kopf haben und machen wollen. Und darauf, ja, fokussieren wir uns hier auch ganz normal. Oh, was für ein Pass aber dann. Nicht gefangen hier. Aus dem Lauf von Mariota. Geworfen auf den Tight End. Nicht funktioniert. Dritter und 4. 2 Minuten 20 in Halbzeit 1 hier noch zu spielen. Odell Beckham Jr. Ja, die haben wir gut geworfen. Und jetzt hat er Platz, sehr schön. 10 von 15, 144 Yards, 2 Touchdowns. Mariota bisher einigermaßen fehlerfrei hier. Oh, wieder ein schöner Spielzug hier, hoffentlich. Oh, und da kam der Sack. Wir haben zu lange gewartet, wir haben hier wirklich lange gewartet. Wollten gucken, dass da hinten die eine Cornerroute frei wird. War letztlich ein Fehler. So, Halfback Wheel. Heute noch nicht allzu oft gespielt. Oh, wieder daneben geworfen. Jetzt wird es hier aber ein bisschen unschön langsam. Oh, four Verticals. Oh, böser Hit, den wir da kassiert haben. Wir wollten es selber probieren, aber ich glaube auch diesen vierten Versuch spielen wir hier jetzt mal aus. Wir sind relativ risikofreudig geworden hier. Muss man auch mal dazu sagen. Playtime, Shotgun und dann nochmal den four Verticals hier. Wäre sogar einer frei geworden, war nur Cover 3. Also hier auch nicht perfekt von uns verteidigt, leider. Schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Ja, der war scheiße geworfen. Und damit sind wir raus hier. Also das war jetzt natürlich unüberlegt. Wir hätten hier auf das Two-Possession-Game, aber naja. Wie ist das so, ne? Man nimmt sich zu viel vor. Nochmal hier die Four Verticals am Start. Und bevor wir hier den Safety kassieren, lieber mal ganz, ganz flott hier das Ding wegwerfen. Ich bleibe hier bei Cover 3, aber blitzen jetzt eben rein. Vielleicht mal versuchen zu laufen, aber auch das natürlich doch eher wieder gewagt. So, jetzt hier auf dem Boden, auf dem Boden. Sehr schön. 30 Sekunden noch. Komm, wir probieren es einfach mal. Heißt ja nicht, dass wir es nicht schaffen, aber die spielen ist natürlich auch schon Cover 4. Wird natürlich zunehmend schwerer dann werden. So, da haben wir wieder unseren Tight End. Der wird da hinten frei. Sehr schön. Hill macht das gut. Können wir noch einen Timeout nehmen. Steht an der 34. Wenn wir jetzt noch einen weiten Ball zustande kriegen, können wir ja vielleicht tatsächlich noch irgendwas erreichen. Aber wird natürlich schwer. Wird natürlich mehr als schwer werden in der Situation. Ja, wegwerfen das Ding. 2010, 21 Sekunden noch. Die Jungs sind hier auf Trab, die rennen schnell hinterher, wenn Mariota hier am Scramblen ist. Spielen hier aber auch, ja, die Blitzdinger. Blitzdinger vor allen Dingen. Blitzformation. Und jetzt gehen wir hier mit dem Hail Mary.
Ja, Junge, ich dachte, ich kann auch werfen hier hinten. Warum kann ich denn hier nicht mehr werfen? Ach, komm schon. Ich war doch wieder hinter der Line of Scrimmage. Darf man dann nicht mehr werfen, wenn man einmal davor war? Kann ja nicht wahr sein. Ja, zu früh gefreut, würde ich beinahe sagen. Schade. Waren wir da hinten am Rumscramblen. Tief hinten rein einfach die Pille werfen. Ja, daneben. Schade, aber bleibt beim 14:7 hier für uns. Ach Gott, jetzt haben wir hier direkt an der 25 den Ball und ich habe auch noch Hail Mary hier gedrückt gehabt. Ja, wir schicken dann Beckham Jr. hier mal auf die Slants. Schöner Ball, Odell Beckham Jr. macht das gut, bis zur 7. Jetzt können wir natürlich hier schön die Führung ausbauen. Eine Sache, die wir sicherlich auch wollen. Skinny Pose und dann schicken wir Harmon hier mal auf eine Slants-Route. Ja, und der wird frei und Harmon macht hier den Touchdown. Und jetzt sind wir natürlich hier wieder relativ komfortabel vorne. Also wir können uns hier relativ gut absetzen von unseren Gegnern zunächst. Und das Playoff-Ticket scheint hier doch in unmittelbare Nähe mittlerweile zu rücken. Oh, Play-Action-Pass. Tiefer Ball hinten rein, der war zu tief, glaube ich. Oh, Touchdown! Touchdown! Wieder so ein tiefes Ding, wieder so einen weiten Ball geworfen. Odell Beckham Jr., gegen Wolf hier. Und das ist ein Catch. Das ist ein Catch, meine lieben Freunde. Ah, schön. Diese Kombi macht einfach Spaß. Perfekt gefangen. Und dementsprechend hier nächster Touchdown für uns. So, nächster Play-Action-Pass hier. Wir gehen auf den Tight End. Der ist incomplete. Wir gehen jetzt wieder für die weiten Dinger hier. Am Anfang mehr Passspiel gemacht, aber sobald dann die Führung eben auch größer wird, ja, versuchen wir natürlich so viel es geht irgendwie rauszuholen. 2010. Ich weiß nicht, liegt wahrscheinlich hier in der Natur der Sache oder so. Dass man dann versucht, möglichst das Beste rauszuholen irgendwie. Oh, gefährlich. Den muss er intercepten. Den muss er intercepten in der Situation. So, ab dafür. Oh, gesackt. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt muss man natürlich punten, okay. Das war jetzt gar nichts. Und da gehe ich auch auf Nummer sicher hier. Wir punten das Ding. Und wir schauen einfach, ob die Colts hier nochmal rankommen. Ich glaube es zwar nicht, aber man kann ja mal suchen und mal schauen, was hier passiert. So, Skinny Post. Oh ja. Kurzer Ball hier, warum läuft er denn jetzt aus? Also, da fehlt ihm dann auch noch so ein bisschen das Gehirn vielleicht. Ich weiß es nicht. Also, warum er da schon ins Ausläuft oder ins Ausläuft, hat man vielleicht Angst vor dem Gegner? Ich weiß es nicht. Also, das war ja jetzt hier absolut unnötig. Corner Strike. Ja, da wird er hinten frei. Oh Gott, was ist denn los? Wir verziehen heute die Bälle so krass teilweise. 15 von 28 nur noch. Dritter und 9 schon wieder. Ich meine, gut, wir führen hier noch mit 2 Touchdowns. Aber das ist natürlich trotzdem nicht die Welt hier. Mann. Beckham Jr. Halb hoch da hinten rein auf Elgin Jeffrey, incomplete. Und jetzt müssen wir wieder punten. Also jetzt die Schlussphase ist nicht mehr unser Ding hier. Muss man leider sagen, 4 Minuten 44 noch im vierten Viertel zu spielen. 4 Jahre vor unserer eigenen Endzone. Also, und das beim vierten Versuch. Wir haben hier ein paar Vieren auf jeden Fall am Start gerade. Mann. Okay, punten und dann hoffen, dass die Colts hier nicht allzu viel machen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, hier den sicheren Playoff-Einzug zu feiern. No, 4 Verticals. Oh Gott. Oh Gott, und dann springen wir auch noch so blöd. Was war das denn? Wir wollten Y den kurzen Pass werfen, springen dämlich. Naja, gut, paar Yards Raumgewinn. Immerhin, carrying ganz gut. P.A. Reed. Ne, wir bleiben jetzt bei diesen 4 Verticals. Die werden hier viel blitzen. Sieht mir zumindest danach aus. Oh. Wir müssen aufpassen. Es steht 21:28. Wenn wir hier versagen, dann geht das hier nochmal ganz böse aus. So, Halfback, Slip, Screen ist es nicht. Es ist hier, oh, die Gun Formation. Wir müssen wieder punten und jetzt wird's eng. Ah, was haben wir gemacht? Mehr Laufspiel hätten wir machen müssen. So, und sie machen hier gar nichts. Keine Punkte. Schöner Pass. First down. Jetzt gehen wir natürlich hier auf True Clock, ist klar. 244 Yards geworfen. 5398. Wir werden aller Voraussicht nach also auch den Peyton Manning All-Time-Record hier knacken. Also noch nicht in diesem Spiel wahrscheinlich, aber spätestens in der nächsten Partie sollten wir es dann schaffen.
Und man muss natürlich hier probieren, das Beste draus zu machen. Und das ist natürlich hier nicht das Beste. Also das ist das Schlechteste eher. Ah, Mann, Mann, Mann. Da wollen wir immer noch, wir gehen immer noch das Risiko. Wir wollen immer noch die Pässe werfen. Ja, Junge, was ist der so schnell? Was ist der O-Liner so inkompetent? Was ist denn der O-Liner hier bitte so inkompetent? Also das gefällt mir gar nicht, was hier gerade vor sich geht. Ich weiß nicht, kann man sicherlich besser regeln. Missfällt mir an der einen oder anderen Stelle doch auch schon massiv. Schauen wir mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Beckham Jr. hinten. Ja, wieder abgefällt. Das müssen wir wieder punten. Also wir bringen uns hier selber auch wirklich immer wieder in unangenehme Situationen hier am Ende. Wenn wir jetzt hier in die Playoffs einziehen, dann haben wir doch auch ein bisschen Glück gehabt am Ende des Tages. Weil das ist natürlich... Eieieiei. Also das ist natürlich alles andere jetzt als super, was wir hier spielen, aber ganz gut. Gekickt, man hat 22 jetzt aus, 1 Minute 42. Und so Defensive muss natürlich jetzt hier in der Situation da sein. Und die ist da, die passt auf und wir sind jetzt hier kurz vorm nächsten Touchdown. Sehr schön. Und jetzt ist natürlich alles hier. So, ab dafür, kurzer Pass, kommt an die 1. Das Timeout, der Colts. Und wenn wir jetzt natürlich hier die Punkte machen, dann sind wir am Start, dann sind wir dabei. Wieder ein Touchdown mehr. Wir setzen uns hier ja unseren eigenen Trophäenschrank dann zusammen, so langsam aber sicher. Ah, abgefälscht. Ja, sie verteidigen das schon. So, da laufen wir selber mit Odell. Oh, komm, da wollten wir selber laufen mit ihm. Mit Mariota. Vierter und Goal. Ja, aber komm, den machen wir jetzt hier zum Field Goal. Wir gehen hier kein Risiko. Wir machen hier das Field Goal und entscheiden damit dieses Spiel für uns. Und entscheiden damit auch die Playoffs und die Division für uns. Wir sind also Division-Sieger jetzt in diesem Moment und können uns doch recht glücklich schätzen, denke ich, dass wir es geschafft haben. Hier die direkte Qualifikation für die Playoffs. Ja, der Coach ist hier schon zufrieden. Sie feiern sich schon alle. Wir wissen, was wir erreicht haben. Wir stehen in den Playoffs. Wir haben die Chance, jetzt noch mehr zu erreichen. Wir haben die Chance, hier Großes zu vollbringen mit den New York Giants. So, wegschmeißen das Ding. Sehr schön da hinten. Rein in die Tribüne. 6 Sekunden noch. Verteidigung war auf jeden Fall da. Mariota läuft hier. Er weiß, was er tut. Großer, großer Mann. Und wir versuchen hier einfach noch die letzten Yards irgendwie rauszufischen. Naja, ob es funktioniert. Werden wir sehen. Ist natürlich jetzt wieder alles sehr, sehr risikobehaftet. Sehr, sehr eintönig vielleicht auch zum Zuschauen so ein bisschen das Spiel. So, das war's. 8 Yards. Wären es noch gewesen, 268 Yards haben wir jetzt insgesamt geworfen. Und das war auch für diese Partie wieder gut, glaube ich. Wie gesagt, wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind in den Playoffs. Wir können nach dem Super Bowl greifen. Mariota sichert sich den alleinigen Rekord, was die Passing Touchdowns in einer Saison angeht. Und auch ansonsten haben wir, denke ich, wieder einen ganz guten Job gemacht heute. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Würde mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Checkt Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und unseren neuen Merchandise-Shop aus. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTastical HD.